Sepp, was machst du? Cojones, hat ein Freund von uns immer gesagt. Cojones. Stierhoden. Nur mehr als Berater und nicht mehr als Küchenchef, weil das in Österreich nicht erlaubt ist. Ich werde mir jetzt einschneiden. Ich habe als Privatperson eine heiße Wasser aufgestellt, der Schüssel, aber bitte tu die jetzt einmal kurz abbrühen. Und das wieder rausschneiden. Jetzt kann man es abziehen. Das ist der Eiersack, den schmeißt man weg. Kalt abschrecken und schälen. Wie gesagt, ich schneide jetzt als Privatperson. Gell? Jetzt haben wir die Hoden, so schauen sie von innen aus, in Streifen schneiden auf den Teller. Als Privatperson stelle ich da das rauf, da ein bisschen Butter, Zwiebel und Gurken, Schalotten und Gurken, die anrösten, Knoblauch, Salbei, die Chancen. Jetzt gießen wir da mit ein bisschen Weinbrand auf, mit ein bisschen Wein, Pfeffer. Das lassen wir ein bisschen einkochen. Sauerrahm gebe ich dazu. Pfeffern, salzen. Also nicht zu heiß und nicht zu lang. Nicht, dass sie sich so aufnudeln. Kannst du nicht sagen, bei mir, beim Sepp, gibt es ja hier ein Herz- und Hoden-Happening. Die sind in der Rheinküche. Und da gibt es keine Hoden. Schaut schön aus, gell? Schaut es mir nicht so an. Exklusiv. Wo wird es jetzt? Ich habe jetzt als Privatperson gekocht. Jetzt gehe ich wieder kochen.